Hallo und willkommen zurück bei Talking Malts. Heute probieren wir wieder einen Whisky und zwar den Kollegen hier. Glendronach, 12 Jahre. Den 15-Jährigen haben wir ja schon probiert, letzte Mal. Ist auch, wie ich schon gesagt habe, im Preis ordentlich schon nach oben gegangen. Heute probieren wir jetzt aber mal den 12er. Der liegt noch so bei 30 Euro. Wobei man sagen muss, dass es momentan Glendronach relativ schlecht geht. Ist jetzt falsch ausgedrückt. Also Glendronach verkauft Whisky ohne Ende. Und dadurch geht es den Lager sehr, sehr schlecht. Die haben nämlich immer weniger gereiften Whisky. Deshalb wird ja der 15-Jährige jetzt eingestellt. Der 21er ist jetzt schon knapp und ich habe jetzt wohl auch gehört, dass der 12-Jährige teilweise auch knapper wird. Ist dann abzuwarten, ob der vielleicht dann auch im Preis steigt. Momentan noch so 30 Euro ungefähr. Ist auf jeden Fall ein schöner Einstieg, wer mal einen Glendronach probieren möchte. Gibt jetzt auch noch den 8-Jährigen, aber ich würde, glaube ich, diesen hier bevorzugen. Wobei ich sagen muss, dass ich den 8-Jährigen noch nicht probiert habe, steht aber noch auf meiner Liste. Ja, ich habe ja schon so ein bisschen was zu Glendronach erzählt. 1826 von James Allardyce gegründet. Zählt somit zu den ältesten in Schottland zugelassenen Brennereien. Liegt da in der Speyside. Und hier vorne schreibt auf jeden Fall drauf, dass er eine schillernde Person war und er wäre auf den heutigen Glendronach super stolz. Ja, hier ist jetzt besonders der Einstiegswhisky. Hier dieser 12er ist komplett in Sherryfässern gereift und zwar in Pedro Ximénez-Fässern. Die fallen ja besonders süß aus. Und in Oloroso-Sherryfässern. Und dadurch kriegt man halt nach 12 Jahren schon eine ordentliche Sherry-Note raus und auch schon ziemlich Würzigkeit aus den Fässern natürlich. Und man sieht auch, dass er relativ dunkel ist für 12 Jahre. Das heißt, das ein oder andere frische Fass könnte schon dabei gewesen sein. Ja, 43 Volumenprozente, nicht kühlgefiltert und wie gewohnt von Glendronach auch nicht gefärbt. Deep Amber, also tiefes bernsteinrotes Gold. In der Nase süße, cremige Vanille. Herbstfrüchte. Dann reich, cremig, sehr weich, wärmend, Eiche, Sherry-Süße, volles Mundgefühl, Rosinen, weiche Früchte, würzig und einem mittellang trockenen Abgang. Und dann schreiben sie unter Finish wieder lang, voll und leicht nussig. Wollen wir mal gucken. So. Sehr weich und sehr fruchtig. Jetzt kommt aber schon so eine leichte Würze auch raus. Sherry-Aromen sind so relativ süß und trocken zugleich eigentlich. Und sind auch diese ganz typischen Sherry-Früchte wie Rosinen, wie sie dort schon draufschreiben. Ja, teilweise schon so eine leicht pfeffrige Komponente dabei. Und das Schöne an dem jetzt finde ich, dadurch, dass er nur 12 Jahre gealtert ist, ist er nicht so übertrieben sherrymäßig wie jetzt zum Beispiel der 15er. Das kann einem manchmal schon zu viel Sherry sein, was da einem in die Nase kommt.
Der hier ist zwar auch ordentlich Sherry aufgeladen, aber auch noch mit Brennereicharakter und nicht zu heftig. Aber schön süß. Bourbon-Vanille. Und in der Nase auf jeden Fall sehr angenehm und vielversprechend. Im Mund er sehr fruchtig süß und dann wird er relativ scharf. Ob das jetzt so eine Mischung aus Eiche und Alkohol brennt so ein bisschen auf der Zunge, wirkt dadurch so leicht kräftig, würzig, pfeffrig. Jetzt im Abgang vielleicht so ein bisschen Bratapfel mit schönen Vanillesoße oben drüber. So ein bisschen Mandeln, geraspelte Mandeln. Jo, Bratapfel. Im Abgang finde ich eindeutig Bratapfel. Vielleicht so ein Hauch von Schokolade, aber eher nicht. Und auf jeden Fall jetzt auch so ein Stück Eiche. Und jetzt verblasst er langsam. Also Abgang würde ich unterstreichen, so mittellang. Und doch schon ziemlich würzig. Und zwar ist er jetzt auch schon so würzig, dass ich sagen würde, dass es nicht unbedingt ein Whisky ist, den man jetzt als Einstieg nimmt, um jetzt generell mit Whisky anzufangen. Das könnte schon wieder ein bisschen abschrecken, diese heftige Würze auf der Zunge. Er ist richtig schön süß und jetzt wieder kräftig würzig. Deswegen, da muss man aufpassen, weil die Nase verspricht, dass er sehr süffig ist, Sherry-Noten, süß und dann im Mund wird er auf einmal richtig würzig, pfeffrig. Aber 30 Euro. Definitiv eine Kaufempfehlung. Ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich bin schon sehr gespannt, was die 18- und 21-Jährigen zu bieten haben. Ich denke, das wird noch sehr schön werden mit Glendronach hier. Jo. Bis zum nächsten Mal.